Der Wintertourismus hat in der Veitsch bereits eine lange Tradition. Der erste Brunnalm-Schlepplift ging schon im Jahr 1959 in Betrieb. Zuletzt kam dann 2008 der Vierer-Panoramasessellift dazu und das familienfreundliche Skigebiet erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Nun steht der Winter vor der Tür und pünktlich zum Saisonstart kann man seinen Gästen etliche Neuerungen präsentieren. Ein Grund zur Freude für alle Wintersportfans. Wir haben die Beschneiung ausgebaut, ein neues Pumpenhaus gebaut, eine neue Trafostation, dass wir mehr Leistung am Berg haben. Wir haben unser Kinderland um ein Vielfaches vergrößern können, um einen neuen Zauberteppich auch mit einer Länge von 86 Metern. Wir haben eine neue Beschneiungszentrale auch bauen können und in den nächsten 14 Tagen wird der Abschluss stattfinden und das ganze Team freut sich dann schon, dass wir mit der Beschneiung starten können und dann geht es zum Skifahren los. Mit der zweiten Ausbaustufe, die man im nächsten Jahr realisieren will, soll dann der Sommerbetrieb attraktiver gestaltet werden. Geplant sind unter anderem neue Downhill-Strecken für Karts und Mountainbiker und ein neues Gästezentrum für Gastronomie, Bergrettung und Skiverleih. Für uns in der Gemeinde ist es natürlich ein Megaprojekt, 5,8 Millionen investiert das eigene Unternehmen der Gemeinde. Aber nicht nur in den Ort, sondern für die ganze Region, weil wir ja schon im Winter allein über 40.000 Skigäste anziehen. Wir warten uns im Sommer 50.000, die dann auch natürlich in der Region nächtigen, in der Region bleiben, wiederkommen. Also eine Mega-Wertschätzung für die ganze Region. Vom Projekt Gesamtvolumen wurden bisher 2 Millionen Euro verbaut. Rund 90% der Aufträge gingen an Betriebe in der Region und das in den verschiedensten Bereichen. Die Hauptbrocken waren ein neues Pumpenhaus mit einem 1250 kW Trafo, dann eine neue Förderpumpe zum Teich, die ganze Hochspannungsschaltanlage, dann die Elektrifizierung von Brunnalmlift, der ist bisher mit Dieseltreibstoff betrieben worden. Wir haben großzügige Pistenkorrekturen gemacht. Dadurch haben wir auch Einsparungen mit der Beschneiung. Und falls Frau Holle nichts dagegen hat, wird man dann am 11. Dezember in die neue Wintersaison starten.